Dans une des trois. Dans une des Hallo, mein Name ist Selin und heute erzähle ich euch etwas über das Wattenmeer. Das Wattenmeer vor der niedersächsischen Nordseeküste ist seit 1986 als Nationalpark geschützt. 1993 wurde es von UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt. Hier nochmal um aufzuklären, ein Nationalpark ist, wenn von Gesetz her geschützt wird, ein Biosphärenreservat ist es, wenn es von UNESCO her geschützt wird. Die Entstehung von Wattenmeeren ist an bestimmten Bedingungen geknüpft. Der Meeresboden muss flach anfallen. Strandwellen, Sandbänke oder Inseln bilden Schutzgebiete auf den Wellenbrandungen. Wenn diese Wellenbrüche befehlen, so würden die entstandenen Sedimente leicht wieder abgetragen werden. Eine Brandung sind Wellen, die am Strand oder an den Küsten liegen. Insgesamt haben wir drei Wattarten. Das erste ist Sandwatt. Ein Großteil des Watts besteht aus Sandwatt. Aufgrund der starken Wasserbewegung lagern sich hier nur grobkörnige Partikel mit einer durchschnittlichen Korngröße von 0,1 mm ab. Zweitens Schlickwatt. Hier wird aufgrund einer geringen Bewegungsenergie des Wassers feines Sedimentationsmaterial mit durchschnittlichen Korngröße von 0,06 mm abgelagert. Drittens Mischwatt. Das Mischwatt stellt das Übergangsgebiet zwischen dem Schlickwatt und dem Sandwatt dar. Seine durchschnittliche Korngröße liegt deshalb zwischen 0,1 mm und 0,06 mm. Gefährdungen. Das Wattenmeer ist durch eine Vielzahl von Problemen stark bedroht. Die Nationalparken können zwar einige Schäden abwenden, doch ein vollständiger Schutz ist nicht gegeben. Die Umweltverschmutzung ist das Hauptproblem. Auch heute gibt es mehr nach dem Nord, der als Müllgeologie immer noch nutzen. Außerdem bringen viele Flüsse in die Nordseeküsten verschiedene giftige Stoffe mit, die im Inland aufgenommen wurden. Ein anderes Problem stellt der Küstenschutz dar, der dafür gleich ausreichend gebaut werden. Doch das umstrittene Problem ist jedoch nicht nutzen. Hier sehen Sie eine Abbildung, da waren wir in einer Wattführung und sind schon auf dem Deich wieder zurück von der Wattführung. Das ist ein Zaun, den sollten Sie schön beachten. Die Frau hat uns nämlich erzählt, dass es da jetzt schön bunt aussieht, doch im Winter ist es sehr kalt, alles überflutet, im schlimmsten Fall bis zum Zaun. Jetzt erzähle ich euch allgemein über was über die Salzwiesen. Das ist der Vorfuß vom Watt. Und die Salzwiesen, die können vermeiden, dass das Salz im Meer mit aufs Land kommt. Und manchmal kommen auch die Vögel hin, um Nahrung zu suchen oder um allgemein auch zu gehen. Hier sehen Sie noch Bilder, da waren wir auch im Deich oder außerhalb vom Watt noch, bevor wir überhaupt geschlafen haben. Mit der Wattführung im Watt, da sahen wir unsere Füße gar nicht mehr, so tief war es. Und da sehen Sie uns als Gruppe, wie wir einen Abschlusskreis gebildet haben. Dankeschön. Çamur aslında bize kirliliği uyandırsa da içinde kocaman bir dünya barındırır. Çamur denizi, kuzey denizi kıyılarındaki çamur alanlar 1986 yılından bu yana milli park olarak korunmaktadır. 1993 yılında UNESCO tarafından biyosfer rezervi ilan edilmiştir. Ortaya çıkışı, aslında çamur denizin ortaya çıkması bazı sebeplere bağlıdır. Deniz tabanı düz olmalıdır. Plaj sırtları, kum birikintileri ve adalar açık denize karşı koruma oluşturmaktadır. 3 çeşit çamur türü vardır. Bunlar kum çamuru, alüvyon çamur ve karışık çamur. Çamuru içinde en çok çamur olan türdür. Burada su hareketi güçlü olduğu için buraya büyük parçalar taşınır. Bu parçalar da yaklaşık olarak 0,1 milimetredir. Alüvyon çamuru burada su hareketi yavaş olduğu için küçük parçacıklar taşınır. Bu parçacıkların boyutu da 0,06 milimetredir. Karışık çamur, alüvyon çamur ve kum çamuru arasındaki geçişi temsil eder. Ortalama tane boyutu da 0,1 mm ve 0,06 mm arasındadır. Tehlikeler, kuzey
ve çevre kirliliği vardır. Bugün hala bazı ülkeler Kuzey Denizi'ni çöplük olarak kullanmaktadırlar. Ayrıca Kuzey Denizi'ne akan birçok zehirli ve kirli nehirler vardır. Başka bir sorun da tuzlu bataklıkların üzerine inşa edilecek olan setlerdir. Ve turizm en tartışmalı konudur. Ama bence buraya gelen turistler buraya zarar vermediği sürece bu bir tehlike anlamına gelmez. Tuzlu bataklıklar çamur ve çitler arasında yer almaktadır. Şimdi güzel ve sakin görünüyor ama kışın burası sular altında kalır. Eğer su baskını çok şiddetli olursa su çitlere kadar yükselir. Tuzlu bataklıkların amacı da deniz tuzunun verimli arazilere gelmesini engellemektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.